Ja, hallo Leute. Erstmal sorry, dass ich momentan kaum was hochlade, aber ich bin ein bisschen beschäftigt. Nun ja, heute werde ich euch versuchen zu zeigen, wie ich Hauttöne in Photoshop koloriere. Ja, wie immer fange ich erstmal ganz einfach mit der Grundfarbe an. Und falls ihr euch wundert, woher ich hier die ganzen Hauttöne habe. Ja, die kann man bei DeviantArt runterladen. Es gibt sehr viele verschiedene und ich habe mich einfach mal für dieses hier von RAL entschieden. Und ja, dafür möchte ich mich auch nochmal bei ihm herzlich bedanken. Okay, der kann zwar, glaube ich, kein Deutsch, aber naja. Ja, die Swatches kann ich euch empfehlen und wenn ihr euch die runterladet, dann vergesst auch nicht, diesen RAL hier zu supporten. Wie eigentlich bekannt sein sollte, male ich dann danach die diffusen Schatten rein. Natürlich auf eine Ebene, die ich auf Multiply einstelle. Und weil das relativ schwer zu erklären, zu beschreiben ist, wo ich die diffusen Schatten reinmale, bitte ich euch jetzt genau und aufmerksam zu gucken, wo ich die diffusen Schatten reinmale. Was vielleicht helfen könnte, ist, wenn man sich den menschlichen Körper als geometrischen Körper vorstellt und ja, die Arme oder der Hals, die wären dann dementsprechend einfach ein Zylinder und das könnte vielleicht beim Schattieren hilfreich sein. So, nachdem ich das gemacht habe, werde ich dann in Anführungsstrichen Schlagschatten einzeichnen, also einfach mit einer härteren Kante und das auf einer neuen Ebene. Diesmal habe ich die Ebene auf Normal gelassen und einfach selbst eine dunklere Farbe ausgewählt. Die sollte aber erstmal nur minimal dunkler sein. Und hier solltet ihr auch wieder achten, wo ich Schatten einmale. Es ist sehr wichtig, wo man mit der Strichführung anfängt, damit auch ein ja, plastischer Eindruck entsteht. Eventuell muss man mit einer helleren Farbe nochmal korrigieren, um auch einen weicheren Übergang zu bekommen. Ansonsten muss man eigentlich die Schritte immer wiederholen mit dem Schattieren. Aber jedes Mal auf einer neuen Ebene verwende ich dann eine etwas dunklere Farbe und mal die Schatten auch immer ein Stückchen härter. Ja, insgesamt ist diese Methode sehr zeitaufwendig. Man muss schon ein bisschen geduldig sein. Aber wenn man weiche Übergänge haben möchte, so wie ich es tue, dann finde ich, ist das eigentlich eine sehr einfache Methode. Ich bin mir nicht sicher, ob das jedem klar ist, aber ich sag's vorsichtshalber nochmal, zu viel ist besser als zu wenig. Und zwar unter Gegenstände solltet ihr auch schattieren, jedoch aber sehr fein und sehr hart. Oft muss man auch wieder zu den vorigen Ebenen zurückspringen und Korrekturen vornehmen. Ja, ist vielleicht nervig, aber leider weiß ich nicht, wie man das vermeiden kann. So, insgesamt sieht das Bild eigentlich schon ganz gut aus, aber es fehlen noch die Lichtreflexionen, die das ganze Bild dann vervollständigen. Und das werde ich euch in einer anderen Aufnahme zeigen. Wie bei der Schattierung ist es ein bisschen schwer zu erklären, wo ich Lichtreflexion einzeichne. Also bitte ich euch, genau und aufmerksam zuzuschauen. Also als kleine Hilfe oder als Faustregel kann man sagen, dass Lichtreflexionen an Kanten entstehen.
Zum Beispiel wie hier an der Nase. Was ich so ein bisschen schwer finde bei Lichtreflexion ist, dass man wissen muss, wie viel man einzeichnen soll. Es darf nicht zu wenig sein und nicht zu viel. Und das lernt man eigentlich nur mit Erfahrung. Auch im Bereich des Auges, auch wenn man die vielleicht die Lichtreflexion kaum sieht oder auf dem ersten Blick gar nicht wahrnimmt, sind sie sehr wichtig und beeinflussen auch, wie plastisch das Auge wirkt. Und da kann ich euch nur raten, die nicht zu vergessen. Ja, das war's dann auch schon wieder von mir. Diesmal gab es nicht so viele Kommentare und Erklärungen, aber ich hoffe, dass die Ausführlichkeit des Videomaterials das kompensieren kann. Und insgesamt hoffe ich, dass das Video hilfreich und nicht allzu langweilig für euch gewesen war. Das Bild wird es später auf DeviantArt zu sehen geben, wenn ich damit fertig bin. Und ja, es würde mich freuen, wenn ihr euch das Bild dann auch anschauen würdet. Oder auch meine anderen Bilder, meine anderen Tutorials. Ansonsten hoffe ich wie immer noch auf Feedback und Kommentare. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Tschüss und bis zum nächsten Tutorial.